Strom kommt in der Regel aus der Steckdose. Aber was machen wir jetzt, wenn wir keine Steckdose zur Verfügung haben? Wir müssen uns eine bauen. Herzlich willkommen in meinem Fotogarten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und ich habe heute ein Thema für euch, das erstmal gar nichts so großartig mit Fotografie zu tun zu haben scheint. Aber letzten Endes ist es ja so, wir brauchen für unsere Laptops, für unsere Kameras, für die Bildbearbeitung, für das Internet und. Wir brauchen Energie. Es ist ja jetzt nur nicht überall möglich, dass man einen Stromgenerator mitnimmt. Die Dinger sind schwer und auch manchmal sehr, sehr laut. Also bleibt einem nichts anderes übrig, als wie es bei mir hier in meinem Gartenhaus, in meinem Fotogarten, eine Solarinselanlage zu installieren. Und in diesem Video zeige ich euch ausführlich, wie man das macht, was ihr braucht, worauf ihr achten müsst, was für Probleme es geben kann und auch, ja, wo die Nieten sind, die ihr am besten dann einfach wieder zurückschickt oder am besten erst gar nicht kauft. Okay, jetzt hier meine kleine Liste, die ich gemacht habe. Was brauche ich eigentlich, um mein Gartenhaus mit einem Solarstrompanel auszustatten? Klar, erstmal so ein Panel. Aber dazu braucht man noch um einiges mehr. Also ein Panel, Solarregler, Solarbatterie, Kleinteile, Wechselrichter. Ich zeige euch das jetzt mal hier in dem Video, wie das bei mir aussieht, was ich mir also so dazu passend gekauft habe. Ja, ich habe jetzt hier auf dem Tisch mal zusammengestellt, was ihr außer dem Solarpanel natürlich noch braucht. Und zwar folgendermaßen: Ihr braucht einen Solarregler. Das ist jetzt hier der Solarregler von Renogi, 20 Ampere. Ihr braucht eine entsprechende Solarbatterie dazu. Solarbatterie hier ist mit 120 Amperestunden und 12 Volt. Entsprechende Batterieklemmen, damit ihr auch das Kabel, das vom Solarregler kommt, an die Batterie anschließen könnt. Dazu entsprechende Stecker für das Kabel vom Solarmodul, um das Kabel, das ja schon vorgefertigt dran ist, dann auch entsprechend verlängern zu können. Und natürlich Kabel. Gut, erstmal soweit zu dem, was man braucht. Ja, wie soll ich sagen? Es gibt natürlich schicke Lösungen, es gibt natürlich Lösungen, die sind extrem teuer, es gibt auch Lösungen, die sind relativ einfach. Es gibt verschiedene Solarpanels in verschiedenen Voltzahlen. Ich habe mich jetzt hier zum Beispiel für ein Solarpanel entschieden, das hat etwas über 30 Volt, 310 Watt und so um die 9 Ampere für meine Anlage, die dann später auf 12 Volt läuft und einen Wechselrichter hat von 12 Volt auf 230 Volt und mit maximal 500 Watt Leistung. Für mich war es jetzt zum Beispiel wichtig, in meinem Gartenhaus oben auf dem Dach keine neuen Löcher bohren zu müssen. Ich wollte natürlich dann die Befestigung des Dachs benutzen, die Schrauben, die schon vorhanden sind. Das ist mir auch ganz gut gelungen. War ein bisschen tricky, ja, hat nicht immer gleich am Anfang gepasst. Es musste dann noch so zwei, drei Fahrten nochmal zum Baumarkt und nochmal Kleinteile holen. Aber letzten Endes hat es ganz gut funktioniert. Die einfache und günstige Lösung, wie ich ein Solarpanel jetzt auf meinem Gartenhausdach installiert habe. So. Willkommen auf meinem Dach vom Gartenhaus. Und das ist die Stelle, an der das Panel montiert wird. Hier rechts seht ihr noch einen Schlauch liegen. Das ist ein Schlauch, den ich hier gelegt habe, um warmes Wasser zu bekommen zum Duschen. Ich habe noch ein Projekt gehabt, in dem ich mir eine Outdoor-Dusche gebaut habe. Und hier läuft dann das Wasser entlang und da unten zur Dusche. Was du jetzt oben siehst hier auf dem Dach, das sind die Schrauben, die hier das Dach, also dieses Wellblech oder Wellethanit oder was auch immer es ist, ich weiß es nicht genau, hält und festschraubt. Und an genau diesen Schrauben werde ich jetzt das Panel befestigen mit den entsprechenden Winkeln. Es gibt, wie gesagt, auch andere Profilösungen, aber für mein Gartenhaus tut es jetzt mal die einfache Sache. So sieht das dann aus. Ich habe hier die Schrauben rausgedreht. Das sind sogenannte Stockschrauben, die gehen durch das Dach hindurch, unten in die Balken, wo das dann festgezogen wird. Und hier, das ist so ein Winker aus dem Baumarkt.
den ich hier jetzt damit befestigen werde. Wichtig ist es, dass ihr hier unten, ihr seht's, diese Dichtung wieder auch mit drauf macht, denn wenn ihr das dann festschraubt und das Panel nachher befestigt und die Dichtung vergesst, dann habt ihr auf jeden Fall ein undichtes Dach und das Wasser läuft ins Gartenhaus. Hier, das ist jetzt noch ein Panel von meinem Gartennachbar. Das ist etwas kleinere Variante. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Volt und wie viel Watt das Ganze hat. Also ausreichend, nehme ich mal an, für eine Kühltruhe oder ein Radio oder ein Laptop. Das hat der Nachbar schon vor mir auf dem Dach installiert. Und wenn wir schon hier oben sind, dann ein kleiner Schwenk über meinen Garten. So, ihr seht es da unten, schön mitten im Grünen, absolut ruhig und jede Menge Vogelgezwitscher. Ja, und da kommt das Panel hin. Die Winkel sind jetzt fest und ich habe sie allerdings so leicht angezogen, damit ich den Winkel noch verstellen kann, damit ich dann das Solarpanel möglichst passgenau da einsetzen kann. So, da sitzt es, eingepasst. An den Winkel herangeschoben und jetzt kann ich das Solarpanel fest verschrauben. Ja, soweit erstmal, wo das Panel hinkommt und wie es aussieht, wo es jetzt auf dem Dach montiert wurde. Für mich war es wichtig, dass mein Panel relativ nah an dem Platz steht, wo später dann die Solarbatterie auch stehen wird und der Solarregler installiert wird. Umso kürzer die Kabel, umso dicker die Kabel, umso weniger Verlust werde ich haben. Das ist sehr, sehr wichtig, denn umso länger eure Kabel werden, umso größer ist der Widerstand, umso mehr Strom bleibt natürlich dann unterwegs hängen und geht verloren. Ihr bräuchtet dann also mehr Power vom Solarpanel oder auch dickere Kabel. Doch dazu später. Ich habe jetzt hier das Kabel verlegt, also vom Dach, vom Solarmodul verlängert. Und zeige euch mal, wo das jetzt reinkommt. Das kommt hier oben am Dach, kommt das rein. Geht hier runter. Ja, hier durch die Wand. Die Batterie steht dann hier, wo das blaue Kabel liegt. Und das Kabel vom Solarpanel geht hier durch die Wand in den anderen Raum, wo der Regler hängen wird. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Hier kommen die Kabel durch. Das blaue Kabel geht dann zur Batterie, vom Regler zur Batterie. Und das schwarze Kabel, das ist das Kabel, das vom Solarpanel auf dem Dach kommt und direkt dann in den Solarregler reingeht. Was brauche ich noch? Welche Fähigkeiten muss ich haben? Also es ist schon von Vorteil, wenn ihr so ein Strommultimeter habt, um zu prüfen, wo geht denn jetzt der Strom lang, wo kommt er raus, plus, minus, wie viel Ampere fließt, etc. Ist schon nützlich. Ja. Als nächstes dann halt Werkzeug, klar, mein Gabelschlüssel, Schrauben, Schraubenzieher, Werkzeug, das man halt braucht, um einfach Dinge zu montieren, eine Bohrmaschine für Löcher durch die Wand zu bohren, Kabelstellen. Also ganz, ganz viele, viele Kleinteile, die man meistens ja aber auch zu Hause im Keller oder irgendwo in der Garage, in der Schublade, im Kasten oder sowas hat. Ja. Ein Teil, was ich allerdings nicht hatte, war eine sogenannte Grimpzange. Denn an den Panels sind die Kabel schon vorkonfiguriert und ihr müsst jetzt ein weiteres Kabel anschließen, um diese Kabel zu verlängern. Da gibt es fertige Kabel schon mit fertigen Steckern. Also wenn ihr euch die Arbeit nicht machen wollt, dann kauft diese fertigen Kabel. Sind ein bisschen teuer als die nicht konfigurierten Kabel. Aber es gibt dazu einzelne Stecker und das Kabel passend dazu. Und dann müsst ihr halt diese Stecker selbst an diesem Kabel anbringen. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt gleich in einem kleinen Video mit dem entsprechenden Solarkabel, den Solarsteckern und einer sogenannten Crimpzange. Okay, es geht los. Als erstes isoliert ihr jetzt hier das Kabel ab, dass die Ritze von dem Kabel rausschaut. Dazu braucht ihr diesen Kontakt, um abzumessen, in etwa wie lange das Ganze abisoliert werden muss. Also vielleicht so 1,5 cm. Das könnt ihr dann sehen, wenn ihr das so dran haltet, seht ihr, dann
kein Thema. So, also etwa 1,5 cm abisolieren. Mit der Zange hier, mit dem Seitenschneider. Es geht natürlich viel einfacher jetzt mit einem entsprechenden Abisolierzängchen, das ich nicht habe, aber mit etwas Geschick ist das also mit dem Seitenschneider auch kein Problem. Ja. So, das war es alles schön abisoliert. Gut. Als nächstes macht ihr jetzt hier mit der Crimpzange diesen inneren Kontakt dran. Dazu braucht ihr die Stecker. So ein Stecker hier. Plus oder Minus, je nachdem an welches Ende das kommt. Und hier so ein, ja, so ein Kontakt innen rein. Ja. Gut. Am Stecker nehmt ihr hier jetzt die hintere Kappe ab. Und innen drin ist dann noch so eine Dichtung, die das Ganze später wasserdicht macht. Das schiebt ihr hier über euer Kabel. So. Und das hier auch noch. So. Und dann kommt der Part mit der Zange, das heißt, der Kontakt muss jetzt hier an der Litze befestigt werden. Jetzt packt ihr das gute Stück hier rein. Ah, nochmal zudrehen, damit hier auch nichts absteht. So, jetzt hier dazu rein. Yep. Schön dazu reinpacken. So sieht das gut aus. So sieht das denn aus. Und mit der Crimpzange festmachen. Wenn alles gut läuft, ist das ruckzuck erledigt. Nochmal schauen, dass alles passt, dass alles richtig rum drauf ist. So, hier einsetzen. Ja, und kräftig zu drücken. Check. Ja, fertig ist das Ganze. Wunderschön. Seht ihr das jetzt hier? Sehr schön. Kontakt. Ja. Und jetzt kommt der Stecker drauf. Also hier, das ist der Stecker. Und wenn ihr den jetzt hier drauf setzt, das macht das so ganz leicht Klick. Und wenn das passiert ist, dann bekommt ihr das Kabel da nicht mehr raus. Dann sitzt das fest. Wenn ihr jetzt irgendwo was falsch gemacht habt, irgendwo, keine Ahnung, vergessen habt, die Dichtung drauf zu machen oder die Endkappe, und auf der anderen Seite vom Kabel ist jetzt auch schon ein Stecker. Und ihr schiebt das dann da rein. Also ihr kriegt dann dieses Teil hier, den Kontakt, den kriegt ihr nicht mehr raus. Ja, dann müsst ihr das einfach nochmal abschneiden und mit einem neuen Stecker nochmal ansetzen. Also hier rein damit. So, klack, ihr habt es gehört. Die Dichtung. Hier noch rein. Jetzt hier hinten die Kappe dran. Schön fest zudrehen. So, fertig. So einfach ist das Ganze. Kein Thema. Die Crimpzange. Ohne die geht es nicht, wenn ihr eure Kabel selbst konfigurieren wollt. Also es klappt einfach nicht. Ich habe das mal probiert mit einer Kombizange. Hat nie richtig funktioniert. Es war ein ewiges Gefummel, hat nicht geklappt. Also so ein Teil hier, dass euch die Kabel so schön dann mit den Kontakten verbindet. Das ist auf jeden Fall nötig, wenn ihr eure Kabel selbst konfigurieren wollt. Vielleicht könnt ihr es ja für einen kleinen Obolus bei eurem Solarhändler um die Ecke, bei denen ihr eure Solarsachen gekauft habt, noch dazu ausleihen. Ansonsten kauft die fertig konfigurierten Kabel, dann gibt es da gar keine Probleme damit.